Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, zur ersten Folge heute hier am Samstag wird ganz im Zeichen Tierverkauf stehen. Wir werden uns jetzt hier mit den LKW natürlich wir wollten mit den LKW, eigentlich hat man gestern gesagt, dass wir mit den LKW noch mal Ladung Mist fahren wollen, ne? Ja, machen wir das zuerst noch? Ne, das muss der andere erledigen. Er steht hier unterm Silo und bekommt Hafer eingeladen oder ist auch schon voll. Dann muss er halt noch die Hafertour fahren. Die fahren wir bloß in die Seelingstation rüber. Und hier laden wir nochmal Wasser auf. Eigentlich gleich drüben machen können am Schweinestall, aber dann stellen wir ihn ja wieder auf den Trigger und er kriegt dann den Tierhänger. So, mal vorsichtshalber den LKW ausmachen, dass wir nicht ganz so viel jetzt hier, ja doch. So, wir gucken mal, aber falsches Menü. Aber ich möchte meinen, dass Hafer immer noch Seelingstation, genau, es war auch noch fallender Preis. Jetzt mit dem Getreidespeicher gleich. Aber wir sollten mal hier ruckzuck noch zwei Ladungen verkaufen und da passt das soweit. Ja, dann haben wir 3,15 Millionen danach auf dem Konto haben, Minimum. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit dem Geld machen, ne? Das ist nicht, dass ich hier Schimmel ansetzt auf dem Konto. Mein neues Fahrzeug wird schwierig. Wie gesagt, wegen Slots, da wird nicht mehr viel passieren. Aber ich denke mal, wir werden unseren Grundbesitz dann vielleicht noch etwas erweitern. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Vorher wird hier noch ein bisschen Geld verdient. So, 79.000, also 80.000 kriegen wir nicht mehr ganz, aber ja. Das passt schon. Weiß jetzt nicht, wie viel noch drin sind. Ich glaube, 1,5 Ladungen, oder? Der erste Hafer. Ja, genau, nicht mehr. Ich habe bloß noch die eine Ladung. 74.000? Ja doch, das müsste passen. Gut, da können wir gleich warten, brauchen wir gar nicht ausmachen. Wenn wir hier gleich warten, kippen nochmal den Hafer aus und fahren ihn dann rüber. Kuhstall zum Mist verladen, aber dort könnten wir mal gucken, wie viel drin ist und das ist bloß so aussah. Doch sind 82.000 Liter drin, also kriegt man wieder eine Ladung voll. Oder ein LKW voll mit Mist, der dann in die BGA geht. Ja, obwohl wir eben, wie gesagt, bei dem Kuhstall keinen Strom mehr reinfahren. Aber das liegt nicht an uns. Er will einfach keins. Aber solange eben die Tiere 100% sind, wird mich das jetzt auch nicht weiter. Ich denke mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dort Pellets reingekippt haben, ne? Die Strohpellets. Bis dahin ging es ja, obwohl es dabei immer schon mal den Anzeigefehler gab. Ich weiß nicht, ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Gab ja vorige Woche ein Update fürs Spiel, aber es hat ja nichts gebracht an Kuhstall. Ne? Wo ist nach wie vor nicht? Oh, jetzt ist auch der Preis im Keller gefallen. Achso, nee, Quatsch. Unser Hänger war ja nicht voll. Preis ist schon noch okay gewesen, aber der Hänger war nicht. Dann kann es ja auch nicht so viel geben, jetzt wird man voll den Hänger hinbringen, ne?
Ja, bei den Schweinen, ja, können wir eigentlich nur die etwas schwereren Tiere aufladen. Wie gesagt, ob die dann Junge kriegen wird oder nicht, sehe ich ja leider nicht, ne, wenn ich in dem Verlagemenü bin. Weil dann wird man nur welche aufladen, die nicht in kürzester Zeit Tiere bekommen. Also Jungtiere. Wir hätten hinspringen sollen, oder? Den stellen wir einfach beim Kühen hin. Es wird ja schon zwar wieder was reinpassen an Wasser, denke ich mal, aber den stellen wir trotzdem einfach bloß ab. Ja, ich sag mal, 100 Schweine sollten wir wenigstens verkaufen, oder? Na, bleiben wir hängen, oder was? Ja, und hier sehen wir eben nicht, hier sehen wir zwar das Kilo, ne, und das Alter, aber wir sehen eben nicht, wann es Jungtiere geben würde. Wir gucken mal 0,7 Jahre, 0,8. Ja, hier 1,5, die werden wir einfach alle mitnehmen. Weil das müssten ja dann die ältesten Tiere sein. Obwohl, das sind dann alles 0,8, dann da haben wir schon sehr viel Nachwuchs bekommen. 0,3, naja, unten wird es wieder 0,0, sind alles neue Tiere oder Jungtiere, alles kleine Ferkel sozusagen. Ja, da müssen wir hier 0,8 Jahre gucken, wo das oben anfing. Da werden wir dort auch nochmal mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, was in den Trailer hier reinpasst an Schweinen. Hier 0,7, die lassen wir. Und hier nehmen wir mit. So, wie viele Schweine haben wir jetzt eingeladen? Müssten jetzt doch theoretisch weniger im Stall sein. Ja, 236. Ja, mal gucken, vielleicht nehmen wir noch eine Ladung mit. Dann kriegt man natürlich nicht nochmal Jungtiere, ne? Dann dauert das eine Weile. Auch wenn dann so, ich sag mal, wieder wahrscheinlich wieder so 10 Schweine übrig bleiben oder 20. Sollte das doch auch okay sein, oder?
So, ich glaube, wir sind im Rückwärts reingefahren, ne? Dorthin müssen wir mal nicht kaufen. Ne? Wir wollen verkaufen. Neununddreißigtausend. Mit einmal festfahren? Nee, zum Glück nicht. So, 0,0. Ja, dann müssten ja welche kommen mit 0,7, 0,5, 0,6. 0,7, das sind dann diejenigen, die auf alle Fälle Nachwuchs produzieren können. Die sind auch schon relativ schwer. Und hier 0,8, dort machen wir weiter und die verkaufen wir weiter. Entweder nur noch diesen Trailer voll. Oder halt alle mit 0,8. Der Trailer ist schon wieder voll. Okay, also da haben wir jetzt sozusagen, falsches Menü, haben wir jetzt sozusagen 172 Schweine drin. Das lassen wir so. Da sind auch noch ein paar Tiere mit 0,8 Jahren, die sozusagen dann auch Nachwuchs kriegen können. Und 0,7, das wird ja auch nicht lange dauern, bis sie Nachwuchs kriegen. Schön wäre es natürlich, wenn man beim Verladen hier auch sehen würde, nächstes Tier in, dass man genau die rausnehmen könnte, die oder im Stall lassen könnte, die in kürzester Zeit Nachwuchs bekommen. Aber ja, geht leider nicht, sieht man nicht. Man würde es hinbekommen, weil die Schweine haben ja alle eine Nummer, ne? Aber wisst, was ich meine, ja, dauert ewig, wenn man sagt, ich brauche Schwein 325, zurück, dorthin, dahin, aufladen. Nummer nicht richtig gemerkt, falsches Schwein aufgeladen, alles. Ja, ah, klar, bleiben wir noch hier an der Streusalzkiste hängen. So, nochmal 39.000, 3,3 Millionen.
Ach so, was natürlich auch noch, weil ich da drüben... hier haben wir noch eine Kante gebaut. Hier geht es nicht runter. Da drüben den Trailer stehen sehe, durch den Kuhstall durch. Ja, wir haben ja überhaupt noch nicht unser Mischfutterwagen da aufgefüllt. Nur Batterie fast leer, ne? Einmal gleich unter unseren Trailer dran. Weiß gar nicht, ob man jetzt aktuell gleich brauchen irgendwo. Gucken wir mal. Oh, ich glaube, das sind wir mit durchtappen schneller, genau. Also 4000 waren noch drin. Passt noch was rein? War fast alles. Da werden wir bis 10.000 mit Stroh auffüllen. Dann bis 55% mit Heu und Rest Silage und dann müsste es wieder passen. Silage ist eigentlich auch noch ein gutes Stichwort, können wir dann auch mal morgen, heute in der zweiten Folge mal gucken, wie weit unser Silo schon vergoren ist. Und wenn, dann habe ich wieder den Hinweis verpasst, dass es fertig ist, wenn es so schön sein sollte. Aber ich glaube, das könnte heute am heutigen Indien-Tag kommen. Ne? So, Stroh, wie gesagt, bis 10.000. So, 9.000. Ah, fast getroffen. Dann natürlich Heu. Das laden wir bis 55% ein. 55 oder 60% so in der Richtung. So 54, 55, Rest kommt Silage drauf. Dann sollte es wieder ordentliches Mischfutter sein. Herr Friedrich hat mir schon mal geschrieben, ich soll einfach das Mischfutter aus dem Lager nehmen. Die Silo muss ja auch leer werden. Wir können es ja leider nicht verkaufen, ne? Das ist ein bisschen schade. Ups. So, wie viel ist hier noch drin? 130.000. Also, es sind noch ein paar Ladungen Mischfutter, die wir machen können. Ja, aber wie gesagt, dann werden wir trotzdem heute in der zweiten Folge weitermachen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis heute Nachmittag, 16 Uhr. Bis dahin und tschüss.